Ist es der Ort, an dem wir leben, an dem wir aufgewachsen sind, da wo die Familie wohnt, ein Gefühl? Wir haben Menschen in Flensburg gefragt, was für sie persönlich Heimat ist. Ja, dass man die ganze Umgebung kennt. Verwandtschaft wohnt hier. Das Wasser, ne? Also, dass einem das vertraut ist, ne? Also für mich ist Heimat ein bisschen das, wo man geboren wurde. Aber man kann Heimat ja auch irgendwann, Heimat kann ja auch werden. Von daher, so langsam wird Flensburg Heimat, aber Hamburg bleibt irgendwie immer Heimat. Familie. Meine ganze Familie ist hier zum Glück und die sind alle da und wir sind alle glücklich und es ist schön, hier alle zu sein. Und Heimat bedeutet für mich auch immer das, was in Kiel und Flensburg halt unser Symbol ist. Die Ostsee natürlich. Ich würde sagen, wo man hingezogen ist, 30 Jahre gewohnt hat und dann ist das Heimat. Lernt man Leute kennen und auch man weiß, wo jedes Geschäft ist. Man kennt alle Bushaltestellen und die Schulen, alles ist gut. Also bei mir ist es vor allem die Arbeit. Ich bin hier hingezogen und aus beruflichen Gründen damals bei der Bundeswehr und bin dann hier geblieben, weil es mir gefallen hat. Ja, das ist schwierig, weil wir sind vor 7 Jahren aus Deutschland weggegangen und nach Dänemark gezogen. Uns hat die politische Situation in Deutschland nicht mehr gefallen. Und dann sind wir aber im letzten Jahr weitergegangen nach Litauen, weil uns da die Natur so wunderbar gefällt. Aber dadurch, dass meine Kinder und Enkelkinder in Deutschland leben, ist meine Heimat doch in Deutschland. Und ich denke daran, wieder zurückzuziehen, aber aufgrund der Familie. Heimat ist da, wo die Menschen sind, die man liebt. Heimat ist da, wo man sich zu Hause fühlt. Laut einer aktuellen Umfrage ist für 32% der Deutschen Heimat der Ort, wo sie aufgewachsen sind. Für 29% ist es der Ort, an dem sie derzeit leben. Und für etwas weniger, nämlich 27%, ist es der Ort, an dem für sie wichtige Menschen leben. Was ist Heimat für dich?